mit den Öffentlichen auf die Wiesn. Und das in einem Zirkel von ca. 30 Minuten rund ums Oktoberfest. Ich suche 8 Kandidaten, die bereit sind, mit mir spontan auf die Mittagswiesn zu fahren. Dann fangen wir an, oder? Nummer 1, Neuperlach-Süd. 11.18 Uhr, 11.41 Uhr wäre ich dann am Goetheplatz. Bis 12 Uhr muss ich 8 Leute haben. Das schaffen wir. Mittagessen auf der Wiesn. Freilich. Hast du Zeit? Ein bisschen schon. Ja, bis 2. Nein, das ist mir da. Darf der auch mitgehen? Nein, darf nicht. Außerdem Tracht. Hilft dir nichts. Hast keine Tracht dabei. Du, wie schaut's aus? Ja, gut. Ey. Mittagessen? Ja, noch freilich. Ja. Darf ich einladen? Du gehörst da dazu. Wie schaut's aus? Mittagessen? Magst du Mittagessen? Ich lade ein. Ich lade ein zum Mittagessen. Rede so undeutlich. Ja, wir möchten in Ochsen gehen. Nein, ich lade euch jetzt erst den Knödel ein. Knödel. Sag einmal, gehst du jetzt mit oder nicht? Ja, na. Bist du alle so zach? Du, ja? Freilich. Also, mal eins, zwei, drei. Ich lade euch jetzt zum Mittagessen ein. Ah, nein. Doch, in die Knödelei und dann gibt's noch einen Kaffee beim Bodo. Okay. Du, wie schaut's aus? Ich lade euch zum Mittagessen ein. Ja. Nein, das ist kein Scherz. Ihr müsst nur mitgehen. Wohin? 6 Personen habe ich schon. Erst in die Knödelei und dann zum Bodo. Die Aufgabe ist, wenn ich es nämlich nicht schaffe, dass ich 8 Leute kriege, dann muss ich Wasser und Brot essen und das mag ich so ungern. Ach so, okay. Wir könnten auch niemanden mitbringen. Nein, ich bin jetzt voll. 8 Leute. Mehr darf es auch nicht sein. Ja. Also, Hand drauf, das ist die. Luisa. Also, Luisa heißt Mäuschen und du bist dann der Martin. Genau. Siehst du, er kann wenigstens seinen Namen hinschreiben. Ich sehe das Essen. 4, 6, 8. Juhu! Links. Nein, jetzt habe ich es. Es hätten wir alles, oder? Schmecken. Ich glaube, wir haben alles. Also, was ist das jetzt? Knödel vom Wiener Schnitzel. Den nehme ich jetzt. Hab ich gut gesagt. Lass Dankeschön. Darf ich vorstellen, das ist übrigens der Bodo, der uns eingeladen hat. Bodo, gut schaust du aus. Ja, ein bisschen verändert, gell? Ja, also da, ehrlich gesagt, bist du lieber als der Bodo. Oh, das naja, ich meine, den mögen wir schon, gell? Aber noch viel lieber mag ich jetzt da was Süßes. Das war's jetzt dann für heute. Ich platze jetzt dann eh gleich. Jetzt haben wir noch mal ins Wäschchenklatschen rein und wir sehen uns morgen wieder. Morgen gehe ich wieder auf die neue Suche. Ich hoffe, wieder bei uns. Viel lieber als der Bodo. Oh, ja, haben wir noch ein paar.